bisschen spät dran, wobei das ist ja eigentlich unsere Kernsendung. Es war nämlich heute mal wieder so richtig müßig, Themen zu finden. Denn im Prinzip kann ich auch einfach sagen, guck doch bitte den Vlog mal 1144, da waren genau die gleichen Meldungen aktuell. Naja, ganz so leicht können wir es uns nicht machen, ein paar Ergänzungen habe ich schon gefunden. Aber stellt euch darauf ein, dass wir heute nicht allzu lange brauchen werden. Ich habe zwar 9 Themen, nee, 10 sogar, weil ich jetzt spontan noch eins mit eingeschoben habe. Aber das sind alles so kleine Randinformationen vielmehr. Ich habe die Nachrichten durchwälzt ohne Ende, aber irgendwie war es mal wieder Copy-Paste. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht, dass wir heute recht spät anfangen, denn dafür können wir relativ effizient durchziehen. Aber wir legen dann erstmal los. Wenn ich irgendwie niese oder mir in den Augen reibe, dann liegt das nicht daran, dass ich Zombie habe, dann liegt das daran, dass hier überall Kaninchenfell rumfliegt. Ich habe nämlich gestern Nacht einen Kaninchenüberwurf genäht und habe sowas noch nie gemacht, habe da überhaupt keine Ahnung von, wie das funktioniert hat. Und jetzt fusselt es hier überall. Ich hatte auch extrem viele Fussel an meiner Hose. Die sind mittlerweile weg, aber wenn ich irgendwie so am Rumreiten bin, nicht irritiert sein, hier fliegt einfach Karnippelfell. Ich kann es euch nachher dann zeigen. Es sieht ganz cool aus, aber ich habe mir ordentlich in die Pfoten gestochen, weil ich da natürlich nicht mit der Nähmaschine rangekommen bin und jetzt fusselt hier überall das Kaninchenfell rum. So, aber jetzt kommen wir rüber zu den Nachrichten. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, weil im Live-Chat ja immer schon so ein bisschen geschrieben wird, bevor es losgeht. Ist ja auch so eine Sache, so ein bisschen aufwärmen. Aber es wird immer gefragt, wann fangen wir denn an? Das könnt ihr relativ gut selber nachvollziehen. So im Schnitt 10 bis 20 Minuten, nachdem ich den Stream angekündigt habe, legen wir los. Aber ich habe einen relativ festen Ablauf im Hintergrund. Das heißt, sobald der Stream angekündigt ist, nehme ich die Ankündigungsvideos auf für den ehemaligen Hauptkanal und für die YouTube Shorts. Und danach verteile ich, dann poste ich es bei Twitter, das Video, und danach verteile ich die Links. Das heißt, wenn bei Twitter, bei Getter und bei Facebook die Links da sind, Facebook ist immer das Letzte, was ich teile, dann könnt ihr davon ausgehen, in den nächsten 2-3 Minuten starten wir. Also so für die, die ohnehin auf verschiedenen Plattformen unterwegs sind, wenn auf Twitter, Getter und Facebook noch keine Links zum Stream gepostet sind, dann dauert es noch einen Moment. Wenn die Sachen schon da sind, dann wisst ihr Bescheid, jetzt geht's gleich los. Das ist vielleicht etwas erhellend für den einen oder anderen. Aber ihr wisst, holt euch noch einen Kakao, holt euch noch einen Tee und dann legen wir ganz entspannt los, wenn alle da sind. Na gut, wenn alle da sind, schafft man natürlich nicht. Gröpel schreibt, Short hilft benachrichtigungsmäßig leider nicht. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Die Benachrichtigungen kommen dann so 23 Stunden im Nachgang erst. Aber bei manchen funktioniert es zeitnah. Naja, mal mehr, mal weniger. So, jetzt aber endgültig loslegen. Da kommt auch gerade der kleine Fladdy ins Studio. Schaut, da ist zumindest ein Teil des Katers zu sehen. Und schon fusselt es hier wieder. Da kann aber der Kater gerade nur bedingt viel für. Gucken wir uns die erste Meldung an, die ich aus unserer Konfliktgrotte bei Discord gezogen habe. Das haben nämlich einige gepostet. Fand ich auch ganz, ganz lustig. Ist eigentlich nur eine halbe Meldung. Aber es gibt was Neues vom Langstrecken-Luischen. Die hat sich nämlich nun einen öffentlich-schlechtlichen Dummfunksmoderator geangelt. Und zwar hat Luischen sich den Louis gekrallt, soll wohl schon ein paar Monate so laufen. Ich meine, wo die Liebe hinfällt, mein Typ wäre es jetzt nicht, aber hey, Luischen und Louis, das passt schon. Spannend ist aber, dass das wahrscheinlich bedeuten wird, dass wir unser Luischen mit ihrem Malte-Torben demnächst regelmäßig, ist ja eh schon so, über die öffentlich-schlechtlichen Monitore flimmern sehen werden. Ist strategisch natürlich nicht sonderlich blöd, sich einen Moderator eines öffentlich-schlechtlichen Dummfunk-Formats zu krallen, wenn man sich vor jede Kamera schmeißen möchte, die so da ist. Ist dann eine Win-Win-Situation, bleibt dann praktisch in der Familie, was da abgeht. Aber irgendwie, naja, fragt man sich schon, wer sorgt da jetzt für das Einkommen der kleinen Familie? Der Louis mit unseren Zwangsbeiträgen oder ist das Luischen mit ihrem Familienimperium im Hintergrund? Naja, wenn wir demnächst also Luischen regelmäßig in den Fernsehstudios der Öffentlich-Schlechtlichen sehen werden, wovon auszugehen ist, wisst ihr, woran es liegt. Aber das nur so, um sich etwas darüber erheitern zu können. Das erscheint mir auch so ein bisschen wie so eine Zweckehe, richtig Bobum, ja. Ja, die können das auch ernst meinen, es sei ihnen absolut gegönnt. Aber es hat natürlich ein gewisses Geschmäckle. Luischen, meiner Meinung nach hochgradig aufmerksamkeitsgeil, schmeißt sich an Blasberg-Nachfolger ran und tingelt vermutlich anschließend noch viel häufiger von TV-Studio zu TV-Studio. Kann man da dann eigentlich noch von Unabhängigkeit bei der Gästelistenbesetzung sprechen, wenn die da ein Bettverhältnis im Hintergrund haben, der Moderator und der Dauergast? Also ist das dann noch irgendwo neutral? Ja, auch hier Fragen, auf die es natürlich keine Antwort gibt. Sollte der öffentlich-schlechtliche Dummfunk dann vielleicht mal ein Statement zu abgeben, wie denn eigentlich die Studiogäste so ausgewählt werden? Obwohl, wollen wir das wissen? Naja, vielleicht nicht unbedingt.
Kommen wir weiter zur nächsten Meldung, noch was Lustiges aus München. Wir haben sogar 11 Themen, da schiebe ich auch noch so mit ein. Das habe ich jetzt auch gerade ganz spontan vor dem Vlog noch mitbekommen. In München gab es nämlich mal wieder einen Aufmarsch der Weltuntergangssekte. Die Weltuntergangsextremisten, die haben mal wieder versucht, sich festzuleimen. War aber dieses Mal relativ einfach zu lösen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat nämlich bei der Kälte nicht geklebt. Hat nicht so gut funktioniert, ist ja auch momentan knackig kalt. Wir haben es jetzt gerade minus 8 Grad, den ganzen Tag über waren es so minus 4 bis minus 5. Ist also Winter, jetzt endgültig, kommen wir auch gleich noch zu. Und trotzdem hat man in München versucht, mal wieder die Bevölkerung zu nötigen. Ja, die tägliche Portion Aufmerksamkeit, die muss eben auch bei Frost sein. Blöd nur, dass der Kleber versagt und die Polizei dadurch noch nicht mal einen Kärcher gebraucht hat. Die haben sie einfach beiseite geschoben und fertig war die Chose. Dieses Mal hat es nicht mal mehr ausgereicht, sich da mit irgendwelchen Sekundenklebersticks hinzuhocken. Nee, dieses Mal haben sie sich wohl mit Tapetenleim übergossen. Ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Wenn es glücklich macht, bitte sehr, dann badet meinetwegen drin. Aber vielleicht lieber zu Hause und nicht da, wo es alle anderen sehen müssen. Es wird immer absurder. Und das führt uns dann auch weiter ins absurdistanische Berlinistan. Da wurde nämlich berichtet, jetzt muss ich meine richtige Notiz dazu noch finden, damit ich euch die Quelle angeben kann. Da wurde vom Lügel berichtet, dass nun angekündigt wurde, eben jene Weltuntergangsextremisten mit einem Zwangsgeld in Höhe von 2000 Euro zu belegen, wenn sie mal wieder die Bevölkerung drangsalieren. Da habe ich mich erst drüber gefreut, dann ist mir aufgefallen, oh Moment, dieses Zwangsgeld, das finanzieren wir ja am Ende, denn die eine Hälfte von diesen Extremisten, die lebt auf unsere Kosten und die andere Hälfte wird von unseren Steuergeldern subventioniert, also ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Linke Tasche, rechte Tasche, so nach dem Motto, zahlen wir Zwangsbeiträge dafür, dass die ihre Strafzahlungen finanziert bekommen. Gab ja entsprechende Berichte, ich glaube über 120.000 Euro haben sie aus Steuerkassen gekriegt als, wie haben sie es bezeichnet? Naja, als Staatsalimentierung. Ist schon ein paar Wochen her, aber die konkrete Summe hatte ich euch ja damals genannt. Dass solche, es tut mir leid, Kriminellen auch noch von Steuergeldern finanziert werden, ist halt wirklich absurd. Und mir geht es jetzt nicht um die, die irgendwelche Sozialleistungen empfangen, sondern ganz klar um eine Alimentierung zu, ja, welchen Zwecken auch immer, die 1:1 aus, naja, aus unseren Taschen bezahlt wird. Und dazu kommt noch, dass ein großer Teil davon sowieso auf unsere Kosten lebt, weil er von unseren Sozialkassen bezahlt wird. So, das bedeutet, diese Strafen zahlen also letztlich nur wir. Das staucht es dann so ein bisschen zusammen, diesen kurzen Moment der Freude, denn viel zu freuen gibt es darüber nicht. Sinnvoller wäre an der Stelle meiner Meinung nach, dass die permanent sich irgendwo meinen, anleimen zu müssen, außerhalb ihrer eigenen vier Wände, dass die einfach mal 2 Wochen einsitzen. Dann haben sie genug Zeit, um ganz in Ruhe darüber nachzudenken, dass sie übermorgen nicht alle tot sein werden. Vielleicht können sie da dann auch hinter schwedischen Gardinen fachliche Hilfe konsultieren, um über Angststörungen zu sprechen, ohne dass ich mich da jetzt drüber lustig machen will. Da haben sie dann die Möglichkeit, sich an professionelle Stellen zu wenden, um diese Psychose aufzuarbeiten. Kostet uns zwar auch, na klar, so ein Tag im Knast ist nicht ganz günstig, aber da ist dann eventuell der kleine Lerneffekt da. Denn wenn man Geld bezahlen muss, was man sowieso nicht selbst erwirtschaftet hat, dann ist einem das doch scheißegal. Aber es gibt noch was anderes, was es nun zu einer absurden Meldung gemacht hat. Denn dieses Zwangsgeld in Höhe von 2000 Euro, das gibt es nicht etwa aufgedröhnt, wenn man sie da von der Straße runterkehrt. Nee, erst nach dem 8. Mal. Das meinen die ernst. Erst wenn jemand 8-mal dingfest gemacht wurde, weil er 8-mal Leute genötigt hat, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr zelebriert hat, kritische Infrastruktur attackiert hat, Rettungswege blockiert hat, erst dann werden wohl die 2000 Euro fällig. Jetzt stellt euch mal vor, ein Bankräuber würde erst dann belangt werden, wenn er 8-mal eine Bank überfallen hat. Das sind doch Sachen, das ist also 8-mal Straftaten billigen und dann müssen sie vielleicht mal Zwangsgeld zahlen. Ja, natürlich, wenn mal jemand verurteilt wird, dann kommt ja vielleicht noch eine Strafzahlung obendrauf. Aber was ist denn das für eine Regelung? Beim 8. Mal, dann wird ihnen das Strafgeld angedroht. Verzeihung, lieber rot-rot-grüner Senat, das hat gefälligst beim 1. Mal zu passieren. Ist ja nicht so, dass die nicht wissen, was sie tun. Es ist ja vorsätzlich, da ist Wissen und Willen vorhanden, anderen ihrer Lebensführung einzuschränken, andere zu nötigen. Und da wüsste ich nicht, warum es da eine 8-malige Schonfrist geben sollte. Aber sie sollen wohl auch die Polizeieinsätze zahlen müssen. Und da hat der Lügel berichtet, halte ich auch für sehr, sehr tief angesetzt, dass das pro Einsatz wohl gerade einmal pro Person 241 Euro sind. 241 Euro, wenn da eine Stunde lang die Rettungswege blockiert werden und da
15 Polizisten im Einsatz sind. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die realen Kosten da deutlich höher sind. Und wenn dann auch noch die halbe Straße aufgeflext werden muss, weil da irgend so ein Depp so blöd ist, seine Kralle wieder freizukriegen, dann springt eben jener Betrag erst recht deutlich nach oben, weil dann auch noch ein Sachschaden eingetreten ist. Aber gut, das war ja in dem Fall nicht Berlin. Ich glaube, in Mainz war das, wo diese Napfsülze Dame da mit der Straße an der Hand nach Hause gehen durfte. In Berlin wird es wohl, zumindest laut Lügelinformation, mit 241 Euro berechnet. Ja, jemand, der den Notruf illegalerweise tätigt, weil er, was weiß ich, besoffen ist und nicht mehr nach Hause findet. Gut, das ist dann vielleicht wirklich eine Notlage. Aber jemand, der irgendwelche Notruffunktionen missbraucht, der zahlt, soweit ich weiß, ein bisschen mehr. Ich habe jetzt die konkreten Summen nicht mehr im Kopf. Da haben wir vor Ewigkeit mal drüber gesprochen. Aber es ist ja auch eine Straftat. Es ist ein Missbrauch eines Notrufs, wenn man anruft und sagt, die Kippen sind alle oder so. Jetzt bringt mir mal neues Bier nach Hause. Und wenn ich mich richtig erinnere, kann sein, dass sich die Preise geändert haben, aber dann war das damals ein bisschen teurer, so ein Missbrauchsfall. Man scheint also eben jenen Extremisten mal wieder den Arsch zu pudern. Ist ja nichts Neues in Berlin, das kennen wir ja. Richtig, Gerhard, den Beitrag übernimmt doch sowieso die steuerfinanzierte NGO. Genau das meinte ich doch vorhin. Über 100.000 Euro aus Steuermitteln für ihre ach so angeblich pseudo-gemeinnützige NGO, die sie da aus dem Boden gestampft haben. Naja, kriminelle Vereinigung, hier trifft es meiner Meinung nach besser. Und damit denkt man dann, oder da tut man dann politisch so, als würde man irgendwas dagegen tun. Als würde man diesem kriminellen Treiben Einhalt gebieten. Ja, wer es glaubt. Schauen wir uns die nächste Meldung an. Da wir gerade beim Thema Geld sind, gucken wir mal zur Süddeutschen Zeitung und wandern ein wenig rüber nach Brüssel. Es gibt nämlich noch was Neues von einer Razzia aus dem EU-Parlament. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Geldkoffer gefunden wurden und dass bei dem einen in der Buchte 600.000 Euro rumgeflogen sind. Jetzt teilte die SZ eine neue Summe mit, denn bisher wurden im Rahmen dieser Korruptionsermittlungen 1,5 Millionen sichergestellt. Und wir reden hier über eine Handvoll Leute. Ich glaube, 7 waren es, die sie da verhaftet haben. Das war jetzt ist erstmal nicht ganz so viel. Und 1,5 Millionen Euro Bargeld, ich würde sagen, lässt sich's gut mit leben. Das setzen wir jetzt mal ins Verhältnis damit, dass uns doch Feserchen und Konsorten beim Cookie-Dent-Kommando erzählt haben, sie hätten 100.000 Euro Bargeld gefunden. Bei 25 Leuten. Wenn man das runterrechnet, ist jetzt nicht ganz so viel. Also ist ein relativ normaler Betrag. Das hat man mitunter auch mal zu Hause in der Sparsocke liegen. Ist ja nicht pro Person 100.000, sie haben ja insgesamt 100.000 Euro Bargeldding festgemacht. Damit sollte der Staatsstreich finanziert werden. Dafür kann man sich kaum ein Wohnmobil leisten, aber damit sollte der Staatsstreich finanziert werden, schon klar. Da war eine riesen Aufregung, die Tonnen an Bargeld, die sie da rausgetragen hätten. Naja, bei der Handvoll bisher im Licht der Ermittlungen stehenden Ex-EU-Parlamentarier, das sind ja teilweise noch Parlamentarier und Mitarbeiter, da sind es mal eben 1,5 Millionen Euro. Und da sieht man auch thematisch ein kleines Gefälle, denn diese Leute, die schreien doch immer am lautesten, wir müssen das Bargeld abschaffen, weil das machen ja nur Kriminelle, das brauchen ja nur Kriminelle. Ach so, naja, wenn nur Kriminelle Bargeld brauchen, lieber der Korruption, sind sie schon angeklagt, aber zumindest steht ja der Vorwurf im Raum, lieber der Korruption und, was war es noch, Geldwäsche, ja, Geldwäsche und Korruption war der Vorwurf. Verdächtigt, ne? Wenn nur Kriminelle Bargeld brauchen, dann ist das an der Stelle vielleicht eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. 1,5 Millionen in den Geldköfferchen liegen haben, das ist alles andere als normal. 100.000 auf ein Viertel 100 Personen, auf 25 Leute runtergerechnet, ist nicht ganz so krass. Aber da sieht man wieder diese unterschiedliche mediale Aufarbeitung. Wenn da 1,5 Millionen aus dem EU-Parlament getragen werden, beziehungsweise aus den Wohnungen der entsprechend im Fokus stehenden, dann ist das eine kleine Meldung in der Süddeutschen Zeitung. Aber das war es dann auch fast wieder. Wenn irgendwo bei verwirrten Rentnern bei 25 Leuten insgesamt 100.000 gefunden werden, wie bei so einer Lotto-Tipp-Gemeinschaft, ja, dann ist aber große Katastrophe. Müssen wir gleich das Bargeld verbieten. A0 schreibt, das war sein Koffer. Ja, dann sieh zu, dass du deinen Koffer wiederkriegst. Aber es ist doch immer wieder amüsant, wie unterschiedlich die Sachen doch medial und politisch gewichtet werden. Ein Cookie-Dent-Kommando, ein paar sind die Rentner und wir müssen sofort wieder alles verbieten. Oh, 1,5 Millionen, die aus mutmaßlichen Korruptionsgeschäften bei der Europäischen Union rausgetragen werden. Die ist halt so. Das kommt vor. Hat nichts mit nichts zu tun. Nein, das hat kein System, dass man sich da bestechen lässt. Man ist ja selber schockiert, dass sowas im eigenen Parlament vorkommt.
Die am lautesten brüllen, dass Bargeld böse ist, die horten es am überzeugtesten. Ist sowieso so eine Unsitte, sich hinzustellen und zu behaupten, Bargeld wäre böse und gemein und how dare you. Bargeld ist das essentiell wichtigste Tauschmittel, was es gibt. Weil alles, was irgendwo digital ist, das kann im Zweifel kontrolliert werden von beispielsweise totalitären Systemen. Erleben wir bei den Chinesen, das erleben wir mittlerweile auch noch in Australien, da ist aber die Quelle bisher noch nicht im Mainstream angekommen. Das können wir erst besprechen, wenn dann mal ein Mainstream-Portal drüber berichtet hat. Aber da scheint es jetzt auch um sich zu greifen in Australien unten, dass man das chinesische System etablieren möchte, dass man nur noch beispielsweise digitale Transaktionen durchführen dürfen soll, wenn man 100 Social-Score-Punkte hat. Aber das ist aktuell in Anführungszeichen nur Uncut-News aus der Schweiz, ist noch nicht zitierfähig. Für Zensuristan heißt, da reden wir in Ruhe drüber, wenn ich das irgendwo in den Mainstream-Portal finde. Hat ja beim Thema Oxford auch funktioniert, da hatte ich zumindest eine englische Quelle für euch und das Ganze geht ja auch aus den Dokumenten der Lokalpolitik hervor. Die haben das ist ja alles gut belegt, das ist ja eine Mainstream-Quelle so gesehen. Da hatten wir uns ja schon drüber unterhalten, dass in Oxford künftig die Leute in ihre Wohnviertel eingesperrt werden sollen, die 15 Minuten Nachbarstadt nur noch zweimal pro Woche verlassen dürfen sollen und an 100 Tagen pro Jahr, da soll diese Regelung, dass sie eingesperrt sind, natürlich nicht in Kraft sein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber gut, lassen wir das für Bargeld erstmal Bargeld sein. Es ist einfach extrem widerwärtig, dass die mit dem totalitärsten Wahn am lautesten brüllen, um es verbieten zu wollen. Und dann sind sie die Ersten, die es zu Hause hoppen. Ja, das lässt relativ tief blicken. Aber weiter zur nächsten Meldung, da wir gerade beim Thema Verbote, Verbote, Verbote und der Fetisch hinten dran sind. Schauen wir mal zu NTV. Die berichten nun über eine Verbotsbestrebung aus Amerika. Wir hatten ja nun kürzlich die Meldung, dass Neuseeland Zigaretten verbieten will, beziehungsweise den Tabakverkauf an ab Januar 2009 Geborene. Ja, es ist eine Altersdiskriminierung, aber hey, ist okay. Wenn die dann volljährig sind, ist es das. In den USA wollen sie nun TikTok verbieten. Ist jetzt nicht so, dass ich ein sonderlich großer Fan dieser Plattform bin. Ich halte das eigentlich für relativ grenzdebil, aber es ist halt ein bisschen schwachsinnig, irgendwelche Plattformen verbieten zu wollen. Denn wenn man diese Büchse der Pandora einmal geöffnet hat, dann ist der Weg zu einer staatlichen Zensur dazu, dass man staatlich vorgibt, welche Plattform noch welche Inhalte zeigen darf und welche auch nicht, dann ist der Weg relativ, relativ kurz. Bei TikTok sieht das Ganze aber ein bisschen umfangreicher aus. Da geht es nämlich nicht um die Inhalte auf der Plattform. Da geht es darum, dass es offensichtlich mal wieder massive Datenschutzbedenken gibt, weil keinem so richtig klar zu sein scheint, was denn eigentlich mit den Millionen an Datensätzen, die von chinesischer Seite da täglich erhoben werden, was die Nutzer angeht, was denn eigentlich damit passiert. Es gab vor einigen Jahren, 2020 schon mal eine Bestrebung unter Donald Trump, dass man in gewissen Bundesstaaten verbieten wollte, diesen Dienst herunterzuladen. Das hat nicht funktioniert. Nun versuchen die Republikaner wie auch die Demokraten das Ganze komplett zu verbieten, die Plattform zu verbieten, ja, wegen datenschutztechnischen Bedenken. Ja, was da nun dran ist an diesen Datenschutzbedenken oder auch nicht, das lassen wir jetzt an der Stelle mal offen. Ich weiß nicht, ob TikTok da die einzige Plattform ist, wo man nicht weiß, was mit den Informationen passiert. Auch hier geht es wahrscheinlich wieder eher um die Deutungshoheit. Wenn die Infos von den Chinesen abgegriffen werden, dann böse und gemein. Wenn die Infos aber von den Amerikanern abgegriffen werden, also in dem Falle den eigenen, bei der NSA auf Jahrhunderte zwischengespeichert, auf Jahrhunderte verewigt werden, dann ist es natürlich völlig in Ordnung. Ja, so ein bisschen Doppelmoral. Man scheint offensichtlich eher Angst zu haben, dass man selbst keinen Zugriff auf diese Daten hat oder dass man vielleicht nicht vollumfänglich weiß, was die Chinesen damit machen. Ja, die Bevölkerung weiß auch nicht, liebe Amerikaner, was ihr mit den Daten macht. So viel dazu. Aber das ist sowieso so eine Never-Ending-Story. Ist faszinierend, dass man es nur mit TikTok probiert. Mal schauen, was der nächste Dienst ist. Mit Huawei hat man es ja auch schon versucht. Das war damals in der EU. Ich weiß gar nicht, haben die sich mittlerweile zurückgezogen vom europäischen Markt oder weitestgehend? Da gab es ja so eine Bestrebung, die in der EU zu verbieten, weil man angeblich nicht wusste, weil wegen Datenschutz. Ja, das weiß man bei den Amerikanern aber eben auch nicht. Wobei, das weiß man schon, da weiß ja jeder, dass das ausspioniert wird. Ja, die Chinesen werden es genauso ausspionieren. Und? Also, da macht doch der eine nichts anderes als der andere. Das eine ausspionieren ist gut, das andere ausspionieren ist böse, oder was? Naja, abstrus. Wenn man selber Daten potenziell missbraucht bzw. zu politischen Gründen zweckentfremdet, um da Kapital draus zu schlagen, um seine Macht zu festigen, wie auch immer, dann sollte man es den anderen vielleicht nicht vorwerfen. Schauen wir mal, ob sie es diesmal hinbekommen, dieses TikTok-Verbot, aber das ist so heuchlerisch. Also selber Daten auf dem ganzen Globus, vom ganzen Erdball zusammen tragen,
von Freunden, ne, wie uns immer so schön gesagt wurde, hier in Absurdistan spionieren die Amis hier auch ganz wundervoll rum und sich dann aufregen, dass die Chinesen vielleicht das Gleiche machen. Naja. Ist jetzt vielleicht nicht allzu überraschend. Und die Chinesen sind mit Sicherheit keine Kinder von Traurigkeit, was das angeht. Aber die Amerikaner halt auch nicht. Und warum zur Hölle nimmt man sich dann das Recht daraus, das, was man selbst tut, anderen vorzuwerfen? Hört auf, die Daten zu missbrauchen. Dann könnt ihr darüber reden, dass andere das auch nicht dürfen. Aber so ist es einfach Heuchelei. Schauen wir uns die nächste Meldung wieder aus dem besten Absurdistan, das wir jemals hatten, an, nämlich von der FAZ. Die haben berichtet, dass es mal wieder, welch Überraschung, eine kleine Schießerei in Frankfurt gab. Frankfurt am Main, wie schon letzte Woche, mutmaßlich aus dem Umfeld der organisierten Kriminalität, potenzielle Clangeschäfte. Auf dem Auge ist unser Feserchen leider ein bisschen blind. Die Nancy ist eher dabei, die herausgefallenen Gebisse zusammenzusuchen, die das Kugident-Kommando bei seinem Putsch verloren hat. Denn über sowas möchte man in dem Land für gewöhnlich nicht reden. Die zweite Schießerei binnen weniger Tage, mutmaßlich mit hochgradig illegalen Waffen und aus einem Dunstkreis, der hierzulande ja offiziell auch nicht benannt werden darf. Das ist ja ein Problem, das existiert für unsere Politik nicht, besonders für die Nancy nicht. Wer da nun der flüchtige Tatverdächtige ist, das weiß man noch nicht, aber es scheint sich einmal mehr auf das Umfeld der Clankriminalität zu beziehen. Ist ja mittlerweile an der Tagesordnung, am besten Absurdistan aller Zeiten. Mal schießt man sich in Neukölln über den Haufen zwischen gefeindeten Großfamilien, mal tut man es in Frankfurt. Und was tut unser Innenminister des Inchen nun? Enschen? Wie ist jetzt die richtige Bezeichnung, wenn man da genderneutral sein will? Die Innenministerin der Außen ist ja auch Schnurz. Unsere Nancy, die scheint einmal mehr am Rad zu drehen. Und das leider nicht im wörtlichen Sinne. Das wäre relativ harmlos, wenn sie zu Hause sitzen würde und am Fahrradrad drehen würde. Das würde sie weniger Schaden mit anrichten. Nee, unser Feserchen, die möchte mal wieder, nachdem sie den Rechtsstaat de facto abschaffen wollte, Beweislastumkehr, Unschuldsvermutung aushebeln wollte, ja, das ist der Grundpfeiler, auf dem die Rechtsstaatlichkeit in Absurdistan basiert. Herzlichen Glückwunsch, Nancy, hast du erfolgreich Bestrebungen an den Tag gelegt, es abzuschaffen, ist eigentlich verfassungswidriger, verfassungsfeindlich, was das angeht, aber hey, interessiert ja keinen, wenn es die liebe Nancy ist. Während man sich also in Frankfurt über den Haufen schießt, aus dem mutmaßlichen Umfeld der kriminellen Großfamilien, die sich sowieso viele Sachen erlauben können, wo die Politik wegschaut. Währenddessen möchte Nancy mal wieder neue Verbote. Und jetzt will sie auch nicht die kriminellen Großfamilien verbieten. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Die Sache ist nur, Kriminalität kann man nicht verbieten. Das interessiert die Kriminellen in der Regel nicht. Während die schalten und walten, wie sie wollen, möchte Nancy mal wieder das Waffenrecht verschärfen. Weil die bösen Reichsbürger mit ihrem Putsch, da wären ja angeblich so viele Waffen gefunden worden. Also soweit ich weiß, ist der letzte Stand laut NTV, dass sie das Lager immer noch suchen, das angebliche. Wenn sie da was gefunden hätten, dann würde das Tag ein, Tag aus, von morgens bis abends über die Flimmerkiste laufen. Da hätten sie uns das aber sowas von schon zelebriert und unter die Nase gerieben. Da das bisher nicht geschehen ist, da man immer nur sagt, man hätte da angeblich was finden können, ja, gehe ich davon aus, haben sie nicht gefunden. Und wenn, dann ist das irgendein Nonsens wie zwei Zwillen und ein Luftgewehr. Damit einen Putsch hervorrufen. Naja, wir haben gesehen, was in der Türkei dafür Aufwände nötig waren. Hunderte Panzer, das halbe Militär. In der Sowjetunion sah es ganz ähnlich aus. Da war noch das halbe Zentralkomitee, das halbe Politbüro mit involviert. In Ägypten haben sie auch schwereres Gerät aufgefahren. Aber hey, in Absurdistan reicht es natürlich, 25 Rentner zu haben und zwei Hellseher und einen Koch. Und ein Luftgewehr. Das gibt dann den Ausschlag. Ja, das ist der Nancy aber scheißegal. Die PR-Kampagne geht weiter. Natürlich möchte Nancy in bester SPD- und Grünen-Manier, das kennen wir ja, mal wieder das Waffenrecht verschärfen und Halbautomaten verbieten. Das wollen sie eigentlich immer. Also das ist ja, ich weiß nicht, warum sie da so eine Angst vorhaben. Hoplophobie ist übrigens behandelbar. Die sind ja wirklich panisch, wenn ihr Gewehr schwarz ist und wenn es nur noch Halbautomat ist. Und nun hat Nancy rausgehauen. Quelle an der Stelle, die FAZ. Nun hat Nancy herausgehauen, Halbautomaten braucht man nicht im privaten Besitz zu haben. Also liebes Nancylein, was man braucht und was nicht, das entscheidet doch bitte jeder selbst. Es braucht auch niemand, dich als Innenminister zu haben. So viel dazu. Wenn du keine Halbautomaten zu Hause brauchst, ist das völlig in Ordnung. Andere wiederum, die brauchen das eben schon. Beispielsweise zur Ausübung ihres Hobbys, ihres Berufs, ihres Sports, zum Sammeln.
Warum ist eigentlich auch scheißegal. Der Einzige, der entscheidet, was jemand braucht oder auch nicht braucht, ist die Person selbst. Wenn ich entscheide, ich brauche eine vergoldete Toilette, dann ist das so. Du brauchst vielleicht keine, völlig in Ordnung, aber du hast nicht darüber zu entscheiden, ob ich eine brauche oder eben nicht brauche. Das nennt sich Selbstbestimmung. Das passt den Grünen und den Linken und der SPD in der Regel nicht ganz so gut, das wissen wir ja. Und wir sehen einmal mehr, wie vorhersehbar dieses ganze Schmierentheater, diese ganze Schoße ist, von wegen der Umsturz war geplant, hier von wegen. Nancy und Konsorten haben mal wieder einen Vorwand gebraucht, um eine der ureigensten Interessen des linksgrünen Irrsinns ein klein wenig voranzutreiben. Und wenn man da nur 25 Rentner mit klapperndem Gebissen, einer Dose Ravioli, einem Koch und zwei Hellsehern hat, dann ist es halt so, dann tut man einfach so, als hätten die ja vielleicht einen Putsch begehen können, wenn sie es denn wirklich gewollt hätten. Und wenn sie es nicht gemacht haben, dann wollten sie es einfach noch nicht richtig. Kennt ihr das? Ist doch, glaube ich, auch so ein Loriot. Ja, wo laufen sie denn? Wenn er will, dann kann er, dann gewinnt er. Wenn er nicht gewinnt, dann wollte er nicht. Ja, so in die Richtung scheint das da mittlerweile in der Politik auch argumentiert zu werden. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet. So lustig das jetzt auch klingt mit den Rentnern. Man sollte vielleicht ein kleines bisschen auch eine echte Gefahrenabwägung machen. Und Verzeihung, aber eine Handvoll Stammtischrentner, die da irgendwie schwurbeln, dass sie den Bundestag stürmen wollen. Ja, mein Gott, wie hoch ist denn da die echte Gefahr im Hintergrund? Flati, du hörst auf, hier was anzufressen, dein Essen ist oben. War das nicht sogar so, dass uns berichtet wurde, medial gesehen, wohlgemerkt vom Mainstream, dass sie mehrere Termine des Umsturzes schon haben verstreichen lassen? Ja, warum wohl? Nächsten hätten sie auch wieder verstreichen lassen, den übernächsten auch. Dazu wurde ebenfalls mitgeteilt, angeblich aus Ermittlerkreisen, dass diese Gruppe schon lange auf dem Radar war, aber sie hatten das immer gut im Griff. Ja, weil da nie irgendwas gekommen wäre. Weil da ein paar Verwirrte, was weiß ich, sich auch Spaß gemacht haben, wie auch immer. Vielleicht haben sie es auch ernst gemeint, aber da wäre nichts draus geworden. Kater ist jetzt gut, du spinnst wohl. Die ganze Zeit wird hier irgendwas angefressen. Ist ja nicht so, dass oben der Napf voll Trockenfutter ist. Das ist der Politik aber wurscht. Wenn man es gerade benötigt, um es zu instrumentalisieren, dann tut man einfach so, als würden sie ja vielleicht irgendwas tun können. Egal wie utopisch das ist, egal wie schwachsinnig das ist, es könnte ja sein. Man hat ja immerhin eine Dose Ravioli gefunden, nicht wahr? Und jetzt wird langsam auch deutlich, warum. Unser Nancyfen möchte offenbar nicht nur einen Rechtsstaat aushöhlen. Also die Unschuldsvermutung, das ist wirklich einer der integralsten Bestandteile des Rechtssystems in Deutschland. Das will sie aushebeln. Naja, das hat man in totalitären Systemen übrigens schon immer so gemacht, um Säuberungen durchführen zu können in gewissen Bereichen. Das ist was relativ Normales. Und dazu möchte sie auch noch eine Beweislastumkehr. Ja, das hatten wir das letzte Mal in der Neuzeit, zur Hochzeit der Hexenverfolgung. Das war so im 16. Jahrhundert rum, 16. bis ins 17. Jahrhundert. Da hieß es nämlich dann plötzlich, du bist eine Hexe. Beweis, dass du keine bist. Ja, wie denn? Und genau das Gleiche möchte Nancy dann jetzt auch wieder implementieren. Vorerst nur im öffentlichen Dienst. Das soll es künftig ausreichen, wenn jemand den Verdacht hat, dass ein anderer ja vielleicht eine Hexe sein könnte. Na gut, um Hexen geht es nicht. Wenn jemand den Verdacht hat, dass ein anderer eventuell, ja was eigentlich, Extremist sein könnte, Verfassungsfeind sein könnte. Ja, verfassungsfeindlich, liebe Nancy, bist an der Stelle du, aber schon in Ordnung. Eigentlich müsste man nach deiner eigenen Logik jetzt dich aus dem öffentlichen Amt entfernen, aber nehmen wir mal so hin. So, die Nancy möchte also den Rechtsstaat aushöhlen, man soll künftig seine Unschuld beweisen müssen. Dies ist absolut irre. Und nun möchte die Nancy auch noch, wie immer von der SPD, halbautomatische Waffen verbieten. Man hat zwar keine gefunden bei den sogenannten Reichsbürgern, zumindest ist dazu nichts bekannt, wenn, dann hätten wir es längst gehört, aber wir können es ja mal verbieten, weil sie hätten ja welche gehabt haben können. Ah. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Auf der einen Seite haben wir permanente Zwischenfälle, die natürlich nicht existieren im besten Absurdistan aller Zeiten, wo sich bewaffnete Clan-Kriminelle gegenseitig abmurksen, und zwar mit illegalen Waffen. Diese importieren über irgendwelche grünen Grenzen, wo auch keiner so genau nachgucken will, wer da eigentlich einreist und wer nicht. Teilweise aus der Kokaine, wohlgemerkt. Das interessiert aber nicht. Nee, stattdessen will man mal wieder denen ans Bein pissen, die man aus irgendwelchen Gründen nicht leiden kann. Ich weiß nicht, weil sie einem ideologisch nicht sonderlich nahestehen, weil Selbstbestimmung und Eigenverantwortung und dann auch noch eine eigenständige Auswahl eines Hobbys, das geht ja nicht immer im linksgrünen Reich, das darf ja nicht sein. Man will also mal wieder denen ans Bein pissen, die mit der Kriminalität, es tut mir leid, überhaupt nichts zu tun haben. Haben wir ja schon 100 Mal drüber gesprochen, legale Waffen sind nicht deliktrelevant in Deutschland. Warum wohl? Und ob das Ding nun eine Halbautomat ist oder irgendein Repetierer oder sonst was, das macht dafür nun mal überhaupt keinen Unterschied. Versteht man Nancy nicht, will sie auch nicht verstehen, hatten wir ja auch schon den Fall, dass das schwarze, das kriegsähnliche Gewehre verboten werden sollten.
liebe SPD, ob das Ding jetzt schwarz ist und ein bisschen militärisch vom Design ist oder ob das eine klassische Holzjagdbüchse ist, das macht in der Funktionsweise überhaupt keinen Unterschied. Das Ding kann man auch in Pink anstreichen und Swarovski-Steinchen draufkleben, das bleibt in der Funktionsweise 1:1 das gleiche Gewehr. Aber die SPD wollte martialisch aussehende Waffen verbieten. Ja, weil die SPD offensichtlich einen Sockenschuss hat an der Stelle, anders kann man sich das nicht erklären. Also ein Auto mit... Hey, Vater, hör doch mal auf. Ein Auto mit 4 Rädern und einem Lenkrad. Das bleibt auch ein Auto mit 4 Rädern und einem Lenkrad, wenn es rosa ist. Das bleibt genauso eins, wenn es blau ist oder wenn es gelb ist. Das macht keinen Unterschied. Genau die gleiche Funktionsweise. Genau die gleiche Anzahl an PS. Das gleiche Getriebe verbaut. Aber wenn es schwarz ist, ist es böse. Wenn es gelb ist, ist es gut. Gelb ist böse, weil FDP. Wobei Gelb muss man ja notgedrungenerweise noch akzeptieren. Wenn es grün ist, dann ist es gut. Kater, jetzt geh doch mal weg. Ist dir irgendwie langweilig? Ich weiß nicht, was der Kater gerade für ein Problem hat. Juna hat ihn vorhin ordentlich vermöbelt und jetzt scheint er hier nach einer Beschäftigung zu suchen und dabei zu vergessen, dass nebenan ein Kratzbaum steht mit Katzenspielsachen ohne Ende, an denen er sich durchaus vergnügen könnte bei Bedarf. Und das meine ich jetzt im Sinne von damit spielen. Naja, nennen Sie also mal wieder auf dem Verbotswahn. Man nimmt jeden Irrsinn zum Anlass, um seinen ideologischen Wahn, den man seit Jahren immer wieder aus der Mottenkiste holt, mal wieder erneut auf die Agenda zu schreiben. Es ist so vorhersehbar. Ja, blöd, liebe Nancy, dass das Covident-Kommando nicht wirklich im Bundestag gestürmt hat, nicht wahr? Es würde dir ein bisschen gelegener kommen. Hätte doch aber wahrscheinlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten können damit. Und selbst dann wäre es vermutlich nicht passiert, hätten sie nämlich die Pfleger reinschieben müssen. Aber da haben wir auch noch eine schöne Meldung, die das ZDF nun verwendet hat, um uns Angst einzureden. Angeblich gibt es eine riesengroße Gruppe rundherum um das Cookie-Dead-Kommando, nämlich 120 Mitwisser. Da sollten 120 Leute gewusst haben, was die geplant haben. Ja, der Pflegedienst? Och, Kater. Hast du jetzt die Auffresseritis oder wie? Es nervt mich gerade ein wenig. Ich setze mal den kleinen Kater raus, bevor hier noch irgendwas auffrisst, was potenziell gefährlich für Katzen ist. Wir machen gleich weiter. Wenn du Hunger hast, Kollege, dann gehst du bitte hoch. Komm, geh. Sein Gebiss ist vollständig, der Zahn nicht mehr, der hat keinen Grund, irgendwas anzufressen. Und wenn er sich hier unten langweilt, dann soll er halt hochgehen. Jetzt ist gerade nur noch die Juna im Studio. Dieses Gefresse macht er sonst auch nicht. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, was der gerade für Probleme hat. Ständig frisst er irgendwas an. Hier mein Griff vom Schwert, dann frisst er mein Kabel an. Also, naja, Kater halt. Genauso irre wie unser Feseichen. Aber lassen wir Feseichen fesern. 120 Mitwisser wollen sie nun entlarvt haben. Mhm. Sind das die 120 V-Leute vom Verfassungsschutz? Auch hier wieder überhaupt nichts Gehaltvolles in dieser Meldung. ZDF berichtet, 120 Leute wussten davon. Ja und? So what? Also wo ist da jetzt der Nachrichtengehalt? Wo ist da jetzt der Mehrwert? Wo ist da jetzt die angebliche Bedrohung? Dann wussten es halt 120 Leute, dass da 25 Verwirrte mit 2 Dosen Ravioli und 2 und ein paar Hellsehern im Bundestag stürmen wollten. Hat halt keiner ernst genommen. Außer euch. Na gut, die nehmen das selber auch nicht ernst, aber man kann es ja wundervoll instrumentalisieren. Schauen wir uns stattdessen das nächste große Tagesthema an und gucken mal in Richtung Bild-Zeitung. Da gibt es nämlich was Neues vom Müllerchen, vom Netzagenturchef. Der scheint langsam aber sicher unser Piratenkapitän 2.0 zu werden. Ist ja jetzt nicht unbedingt überraschend. Man braucht eben eine Heulboje, man braucht eine Dauersirene. Und jetzt, wo unser Captain da so ein bisschen ins Hinterzimmer gerät, wo da eigentlich keiner mehr was hören will vom Weltuntergang, weil Zombie, jetzt gibt es die neue Warnmethode. Und jetzt wird groß berichtet, wir verbrauchen wieder zu viel Gas. Und das passiert jetzt mittlerweile jeden Tag. Also es kommt jeden Tag die Meldung, der Müller von der Netzagentur, der warnt. Der warnt davor, dass zu viel Gas verbraucht wird. Der warnt, dass das Gas nicht reichen könnte, wenn ihr nicht aufhört zu heizen. Also ihr müsst ja nicht in jedem Raum heizen, nicht wahr? Ihr müsst eigentlich auch gar nicht heizen, ihr könnt ja auch frieren für den Frieden. Ja, liebes Müllerchen, das haben wir jeden Tag, diese Chose. Und auch hier habe ich es schon 100-mal gesagt, die Politik hat eine Aufgabe, nämlich dafür zu sorgen, dass solche Zustände nicht existieren, dass sowas nicht passiert, dass eine Versorgung eines Landes sichergestellt ist. Wenn sie das nicht hinkriegt, ihr tut mir leid, dann hat sie ihre Existenzberechtigung verwirkt. Dann gehört eben jene Politik zurückgetreten. Und sollten sie selber ihren Hut nehmen und sagen, so, wir haben es verschissen,
lassen wir neu wählen. Wenn sie das nicht können, gut, dann zeigt, dass sie offensichtlich nicht dafür geeignet sind, verantwortungsvolle Positionen zu übernehmen, weil sie keinerlei Verantwortungsbewusstsein haben, aber in Ordnung. Ist aber doch wirklich abstrus, dass Müllerchen jeden Tag nun warnt, wenn nicht weniger Gas verbraucht wird, dann reicht's nicht. Warum wird aktuell viel Gas verbraucht? Muss ich euch, glaube ich, nicht sagen. Minus 8 Grad könnte es daran liegen. Und auch das dürfte den Grünen so gar nicht gefallen. Die Bild-Zeitung berichtet, dass der Dezember wohl einer der kältesten der letzten 10 Jahre werden könnte. Naja, welche Überraschung, nicht wahr? Hat uns die Hampel nicht erklärt, es gibt keine Winter? Winter ist abgeschafft und Schnee auch nicht? Das hat der Lügel doch 2000 groß berichtet am 1. April, war halt ein April-Scherz. Nie wieder Schnee in Absurdistan. Frost gehört der Vergangenheit an. Ja, minus 8 Grad und jetzt wird gejammert, dass die Leute sich erdreisten, zu heizen. Wenn Ideologie auf Realität trifft, wäre vielleicht sinnvoll gewesen, seinen Gaslieferanten nicht zu vergraulen? Hätte man mal drüber nachdenken können. Wenn ich mich von etwas abhängig gemacht habe, dann ist es durchaus nicht die allerschlechteste Idee, da dann sich ein bisschen zu mäßigen. Egal, was die Person innen- oder außenpolitisch tut, ob einem das jetzt passt oder nicht. Das hat man nicht zu beurteilen, das ist Sache des anderen Staates. Man hätte sich nicht in die Abhängigkeit begeben müssen. Selber schuld an der Stelle. Jetzt lebt damit. Wenn man seinen Lieferanten vergrault und dann heult, dass das Gas nicht ausreicht, Verzeihung, aber da habe ich jetzt wirklich kein Mitleid mit. Hätte man Lösungen für finden müssen. Hat man nicht geschafft. Alleine am Montag wäre wohl 1% des Gases aus dem Speicherbedarf, aus den Speichern verbraucht worden. Und das Müllerchen hofft, es wäre ein Ausreißer. Ja, Müllerchen, das wird kein Ausreißer gewesen sein, wenn das so kalt bleibt. Es ist nämlich relativ normal, dass man da nicht bei minus 8 Grad in der kalten Bucht hocken will. In anderen Ländern übrigens völlig normal, dass man, wenn es kalt ist, heizt. Es ist nur Absurdistan, was so ein Irrsinn abzieht. Da machen sich auch alle anderen drüber lustig. Ich bin ja in einigen Facebook-Gruppen, teilweise auch in osteuropäischen Facebook-Gruppen, rumänische Facebook-Gruppen, die machen sich da in der Regel über den Irrsinn aus Absurdistan lustig. Wenn da mal wieder so ein Artikel geteilt wird, Absurdistan geht's Gas aus und Politik warnt, kommen dann ganz berechtigt. Und da mache ich meistens auch mit, was die Emojis angeht. Da kommen dann die lachenden Smileys drunter. Das nimmt doch keiner ernst. Und wenn dann mal wieder irgendjemand meint, aber ihr müsst doch jetzt auch Gas sparen, dann wird gesagt, na Moment, Rumänien hat Gas. Rumänien hat kein Energieproblem. Wir haben alles, ihr seid ihr Blöden. Und das finde ich immer sehr unterhaltsam, dass es offensichtlich tatsächlich ein absurdistanisches Phänomen ist. Ja, woher kommt das wohl? Das führt uns zum nächsten großen Tagesthema, nämlich einem Bericht aus dem Lügel. Nun gibt es auch Stellungnahmen vom Institut für Deutsche Wirtschaft, vom IW. Die sagen vorher, dass die Energiepreise wohl dauerhaft so hoch bleiben werden. Ja, woran liegt's? Dreimal dürft ihr raten, am politischen Unvermögen, nämlich an der unsicheren Energieversorgung. Ja, und wo kommt die her? Könnte das daran liegen, nur so ein kleiner Verdacht, könnte das daran liegen, dass man seine eigenen Kraftwerke abschaltet und auf Zufallsstrom setzt, der aber blöderweise nicht ganz so planbar ist? Könnte das daran liegen, dass man sich immer stärker in die Abhängigkeiten von Importen drängt, die nun mal deutlich teurer sind als eine eigene Produktion? Könnte das daran liegen, dass man auf Deutsch gesagt so doof war, eine Dunkelflaute zu verstehen, also vielleicht mal vorher nachzudenken, was ist denn, wenn jetzt keine Sonne scheint oder kein Wind weht? Ist da vielleicht eine gewisse Kausalität vorhanden? Ah nein, das wäre ja logisch. Sind natürlich die Russen dran schuld. Die hochbleibenden Preise liegen daran, laut dem Institut für Deutsche Wirtschaft, also das ist jetzt Mainstream an der Stelle, Mainstream-Quelle, liegen daran, dass man A, die Energieversorgung nicht mehr gewährleisten kann in dem Land, dass die zu unsicher ist. Dazu kommen drohende Produktionsausfälle. Auch hier Kausalkette, wenn keine Energie, dann keine Produktion, ist ja klar. Gestörte Lieferketten, ebenfalls ein politisches Phänomen. Wenn man irgendwo künstlich die Schiffe aufhält, wenn man irgendwo, naja, aus bürokratischem Wahn die Lieferketten blockiert, wenn man Zombie spielt oder so, dann braucht man sich nicht wundern, dass sich das dann auch niederschlägt in der Industrie. Und da kann mir keiner erzählen, dass man das nicht gewusst hat. Also Verzeihung, da muss man schon ganz schön blöd sein, wenn man das nicht weiß. Aber gut, dazu kommt noch, dass ein Rückgang des privaten Konsums vermutet wird. Der ist ja nun mal irgendwo auch das Rückgrat der Wirtschaft, denn ohne privaten Konsum, naja, sieht es ein bisschen blöd aus in der Wirtschaft. Ein Großteil der Einnahmen
Industrie hat da meistens noch ein bisschen Glück. Die können auch noch ganz gut exportieren. Aber was die normale Wirtschaft angeht, naja, das fußt nun mal darauf, dass jemand die Produkte oder die Dienstleistungen konsumiert. Und wenn das keiner tut, dann ist Schicht im Schacht. Das ist dann ein bisschen blöde. Dann ist halt einfach, ja, wo kein Geld, da kein Konsum, richtig. Und wo kein Konsum, da kann sich die Firma, die irgendwas produziert, auch nicht am Leben erhalten. Gehen sie nicht pleite, wie unser Wirtschaftsminister da erzählt hat, dann hören sie nur auf zu produzieren. Naja, wenn eine Firma aufhört zu produzieren, dann ist sie in der Regel pleite, wenn es eine Firma aus der Produktion ist. Aber gut, das versteht man als Wirtschaftsminister offensichtlich auch nicht. Jemand, der ertrinkt, der ist ja auch nicht gleich tot. Der hat nur temporär aufgehört zu atmen, nicht wahr? Naja, das ist Logik der Hampel. Nun, also die große Meldung, die Energiepreise werden auch im nächsten Jahr nicht niedriger werden. Ja, und ich gucke jetzt mal in meine eigene Glaskugel und im übernächsten Jahr werden sie auch nicht günstiger werden, wenn man immer mehr Kraftwerke abschaltet. Welche Überraschung, hat ja keiner ahnen können, war ja alles nur eine Verschwörungstheorie. Aber hey, Hauptsache erstmal gewettert gegen all jene, die da schon vor Monaten, teilweise vor Jahren gesagt haben. Alles nur Verschwörungstheorie, alles Rechtspopulismus. Ja, jetzt ist die Scheiße halt am Dampfen. Und nun? Ja, jetzt ist der Russe schuld. Genau. Der Russe hat unsere Kraftwerke abgeschaltet. Russisch schuld dran, dass keine Sonne scheint, dass kein Wind weht. Daran, dass die beispielsweise Gasexporteure lieber an die Chinesen verkaufen, ist immer der Russe dran schuld. Es ist halt einfacher als zu gestehen, dass man selber politisch verschissen hat. Dass man offensichtlich nicht in der Lage ist, die Bedürfnisse eines Industrielandes zu verwalten oder zu decken an der Stelle. Aus dem Dreck ziehen darf aber selbstverständlich die Bevölkerung diesen im Mist versunkenen Karren. Ihr müsst sparen, sparen, sparen. Aber gleichzeitig dürft ihr auch wiederum nicht sparen. Ihr müsst ja konsumieren. Weil wenn ihr nicht konsumiert, geht die Wirtschaft drauf. Aber die Wirtschaft kann ja gar nicht produzieren, weil die Energie nicht ausreicht. Und die Energie, die reicht nicht aus? Ja, scheiße, weil wir die Kraftwerke abgeschaltet haben. Hm. Aber nein, die Energie reicht nicht aus, weil uns die anderen nicht genug exportieren. Ach ja. Yeah. Was für eine Logik. Dieses... Also jedem Grundschulkind fällt doch auf, dass solche Sachen 1:1 absehbar sind bei diesem politischen Irrsinn und zwar vor Jahren schon absehbar waren und dass man das hätte verhindern können, indem man die Energieversorgung sicherstellt mit funktionsfähigen, grundlastfähigen Kraftwerken, die alle anderen um uns herum bauen. Nur wir schalten sie ab. Aber wir wollen ja nur noch Wind und Sonne haben. Dann hockt halt mit eurer Wind und Sonne im Dunkeln und im Kalten, liebe Grüne. Nur die betrifft es ja leider nicht. Die verpissen sich rechtzeitig. So haben sie ja genug Geld von uns vorher abgestaubt. Aber gut, schauen wir mal, ob wir noch ein anderes Thema übersehen haben. Wir sind nämlich dann fast schon wieder durch. Ich habe ja gesagt, wir sind heute relativ schnell. Ja. Nee, vielleicht noch eine Meldung der Bild-Zeitung. Wir sind doch noch nicht ganz fertig. Eine Nachricht haben wir noch. Wir gucken noch mal zum Senilus. Der bekommt nun prominente Unterstützung vom grünen Kretschmann. Denen passt es nicht, dass Leute nach über 40 Jahren Beitragszahlerei und Abzocke und Enteignung vielleicht irgendwann nochmal in Rente gehen wollen. Hatten wir ja eigentlich auch schon besprochen. Die wollen ein höheres Renteneintrittsalter. Die wollen vermeiden, dass immer mehr Leute dann, wenn sie genügend Beitragsjahre gesammelt haben, sich also den Buckel krumm geschuftet haben, damit die gemütlich in ihren Sessel furzen können, dass immer mehr Leute, sobald sie es können, in Rente gehen. Das muss verhindert werden, denn Kretschmann, immer weniger Arbeitende, die zahlen immer mehr Renten, finanzieren immer mehr Rentner. Ah, naja, immer weniger Arbeitende oder Nettosteuerzahler vielmehr. Arbeiten heißt ja nicht gleich Nettosteuerzahler sein. Immer weniger Nettosteuerzahler finanzieren auch immer mehr Fachkräfte, die komischerweise den Fachkräftemangel bisher nicht behoben haben. Das ist aber dann völlig okay. Also man versucht jetzt, den Rentnern vorzuwerfen, sie würden immer mehr, sie werden die Sozialschädlinge und die immer weniger Beitragszahler müssen die Rentner finanzieren. Gleichzeitig holt man sich aber Fachkräfte ohne Ende, die blöderweise in 7 Jahren immer noch keinen Fachkräftemangel beheben konnten. Die können alimentiert werden, ist kein Problem. Aber die Rentner, die sollen gefälligst bis zum Umfallen schuften, weil immer mehr Rentner und immer weniger Nettosteuerzahler. Ja. Dachte, die Fachkräfte sollten das lösen und sollten die Renten finanzieren. Das ist 7 Jahre her, die Versprechung. Wo finanzieren sie denn die Renten? Theoretisch sollte der Fachkräftemangel doch mit den über 1,5 Millionen Fachkräften, die wir nach Absurdistan geholt haben, längst gelöst sein. Wenn das nicht so ist, woran liegt es denn? Vielleicht doch keine Fachkräfte? Ah, na, how dare you. Merkwürdige Logik, oder?
Die Fachkräfte. Und wie viele von den Fachkräften aus 2015 finanzieren mittlerweile Renten? Man schießt mal wieder gegen die, die sich jahrzehntelang buckelkrumm gemacht haben. Die sollen gefälligst noch länger arbeiten. Man möchte, habe ich sogar, na, es ist wieder nur so ein teilweise Zitat, so ein halben Satz, den ich mir rausgeschrieben habe. Der Kretschmann möchte das Rentenalter flexibler nach oben gestalten. Also ich bin ja dafür, das Rentenalter flexibler nach unten zu gestalten in einigen Berufen, weil viele Leute ab einem gewissen Alter schlichtweg körperlich nicht mehr können und sind eigentlich auch keine Leibeigenen. Das heißt, freie Menschen sollten selber entscheiden, wann sie wo wie lange ackern. Erst recht, wenn sie über 70% ihres Eigentums, das sie erackert haben, auch noch abtreten müssen. Jetzt sollen sie auch noch schuften bis zum Abtreten. Aber das ist doch so eine wirklich ekelerregende Aussage. Rentenalter flexibler nach oben. Also wer länger arbeiten möchte, auch im Rahmen seiner Rente, der kann das tun. Es wird keinem verboten. Die Leute, die es nicht machen, die haben da in der Regel Gründe für. Und da gibt es auch überhaupt keine Notwendigkeit, dass sie nach über 40 Jahren schuften, noch weitermachen müssen. Wirklich nicht. Und wenn ein Land es nicht hinbekommt, den Leuten, die Hunderttausende, teilweise Millionen Euro in dieses System eingezahlt haben, ein paar Jahre ihre Rente zu finanzieren in Ruhestand. Also Verzeihung, aber dann ist es so dermaßen marode. Dann frage ich mich, wie lange es dauert, bis es sowieso implodiert. Muss man sich einfach mal vor Augen halten. Da wurden Milliarden verprasst. Die Leute, die einen großen Teil des Wohlstandes dieser Industrienation aufgebaut haben, 60er, 70er, 80er, 90er, die wirklich hart gearbeitet haben, um dafür zu sorgen, dass sich Luischen und Konsorten jetzt vormittags auf irgendwelche Straßen kleben können, weil sie nichts anderes zu tun haben. Die Leute haben ihr Leben lang den Großteil ihres Eigentums in dieses System buddern müssen. Und jetzt ist nicht mal mehr genug von dem Geld übrig, um ihnen noch 10, 15, 20 Jahre Rente zu bezahlen. Das ist doch ekelerregend, oder? Jetzt muss man das Renteneintrittsalter noch weiter nach oben korrigieren. Würde man die Gelder der Menschen nicht verschleudern, hätten die Leute das Geld im Sparstrumpf angelegt und nicht der Hampel in den Arsch geblasen und den vorherigen Gears, dann könnten sie jetzt ohne Probleme wahrscheinlich 20, 30 Jahre Rente finanzieren. Von den Geldern, die sie eingezahlt haben. Wenn das Geld weg ist, dann wüsste ich gern, wer es veruntreut hat. Naja, rhetorische Frage an der Stelle. Aber dass man den Leuten, die geschuftet haben, jetzt vorwirft, sie würden zu früh in Rente gehen, das ist doch ekelhaft. Naja, das ist halt Hampel, nicht wahr? Und dass dann sowas von einem Kretschmann kommt, der hat doch noch nie was anderes gemacht, außer Politiker sein, oder habe ich was verpasst? Also seit ich denken kann, seit ich mich daran erinnere, hat der in irgendeinem Parlament gehockt. Ich weiß nicht, wie es vorher aussah, aber in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren, wo ich was mitbekomme von der Politik, naja, für gut. 10 Jahren eher, vorher hat es mich nicht so sehr interessiert. In den letzten 10 Jahren wäre mir nicht aufgefallen, dass der Kretschmann irgendwann mal aus der Wirtschaft gekommen wäre. Alles, was ich dazu erlebt habe, ist, dass der in irgendwelchen Parlamenten sitzt. Beim Senilus ganz ähnlich. Und die Leute wollen anderen jetzt vorschreiben, dass sie gefälligst noch länger zu ackern haben. Wie wär's, wenn das Geld nicht reicht? Wenn ihr mal auf eure Diäten verzichtet, dann reicht das Geld für die Renten. Wenn ihr die Milliarden nicht gegen Mordor und so verschifft, sondern dafür verwendet, den Rentnern noch einen einigermaßen akzeptablen Lebensabend zu bescheren. Hätten die Leute euch das Geld nicht in den Rachen geblasen, könnten sie jetzt ganz wundervoll fürstlich residieren. Aber so müssen sie noch länger ackern, weil haut der immer mehr Rentner und immer weniger Nettosteuerzahler. Ja? Das ist übrigens ein demografisches Problem, das ist seit mindestens 30 Jahren bekannt. Hätte man vielleicht damit ändern können, indem man die Politik weniger familienfeindlich gestaltet? Aber Kinder sind ja Armutsrisiko, das kann sich ja keiner leisten. Also auch die, die das gern hätten, die überlegen vorher, haben sie da Geld für oder haben sie da kein Geld für. Oh. Und in so einer Situation braucht sich keiner wundern, dass immer mehr, dass eine Gesellschaft eben überaltert ist, so logisch. Und wenn man dazu dann noch Leute importiert, die einem Land keinen Nutzen bringen, sondern der Gesellschaft auf der Tasche liegen. Es gibt nämlich positive und negative Migration für einen Staat. Positive ist, Leute, die für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen und dann sich an der Gesellschaft beteiligen und was dazu beitragen. Das ist eine positive Form. Fachkräfte, wirkliche Fachkräfte. Die andere Form sind Leute, die irgendwo einreisen und nur die Hand aufhalten. Die bringen einem Land und einer Gesellschaft keinen Nutzen. Im Gegenteil, die liegen nämlich den Leuten, die einzahlen, auf der Tasche. Den Leuten, die sich dann am Ende anhören müssen, sie müssten ja noch später in Rente gehen. Wenn man da differenzieren würde zwischen für ein Land vorteilhaften und unvorteilhaften Migration, wie das alle anderen Staaten auch tun.
Kanada, Japan, so ziemlich alle. Gut, Japan ist ein relativ striktes Beispiel. Aber fast jedes Land auf dem Planeten, das guckt, hat Max Mustermann für uns jetzt gesellschaftstechnisch einen Vorteil? Oder ist es eher so, dass er die Gesellschaft belastet? Wenn letzteres der Fall ist, dann kriegt der Max Mustermann vielleicht keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Und in den meisten Ländern ist es zudem auch so, wenn man da einwandern will, dass man ein gewisses Kapital oder zumindest eine Eigenständigkeit mitbringen will. Wenn man irgendwo eine Aufenthaltsgenehmigung für, was weiß ich, die USA haben will, dann muss man nachweisen, dass man für seinen Unterhalt aufkommen kann. Und das machen selbst irgendwelche mittelamerikanischen Nationen so. Also wer nach Panama möchte, der muss nachweisen, dass er so und so viel Geld auf dem Konto hat. Dann kriegt er eine Aufenthaltsgenehmigung. Jetzt habe ich den Begriff dafür vergessen. Der muss beweisen, er kann seinen Lebensunterhalt aus eigener Kraft decken. Dann darf er in dem Land leben. Und so sollte das eigentlich auch normal sein. Sicher hat nicht jeder 10.000 auf dem Konto. Aber dann sollte man zumindest Qualifikationen mitbringen, um sich eben seinen Lebensunterhalt zu verdienen in dem Land. Und dann muss man das auch machen. Dann sollte es meinetwegen eine gewisse Übergangszeit geben, um das alles in die Wege zu leiten, dass man sich eine Anstellung sucht, dass man schaut, dass man sich eigenständig organisiert. Das sollte man im besten Fall vorher schon gemacht haben. Und dann muss man auf eigenen Beinen stehen. Aber es kann doch nicht sein, dass man einreist und sagt, ich hätte jetzt gern was und die nächsten 10 Jahre auch noch so weitermacht und da nie auch nur irgendwo auf Finger krumm gemacht wird. Wenn ich irgendwo leben will, dann muss ich verdammt nochmal in der Lage sein, meine Ausgaben selber zu decken. Und das bestenfalls ohne irgendwelche kriminellen Machenschaften. Also selbst die kriminellen Machenschaften sind mir da noch lieber, als die, die nur die Hand aufhalten. Und das tut mir leid, das ist völlig normal im Rest der Welt. Nur die Insel der Glückseligen, das beste Absurdistan aller Zeiten, das hat das noch nicht verstanden. Hier ist es Nazi, wenn man sowas thematisiert. Echt absurd. Ja, die alten kanadischen Nazis, nicht wahr? Aber kommen wir erstmal zum Ende. Das waren jetzt genug ätzende Themen zum Tagesabschluss. Ich habe noch eine schöne Sache für euch, eine Jujunskaya. Jutzi! Vielleicht habe ich eine Jujunskaya für euch, die muss nämlich hier irgendwo abhängen. Gucken wir mal, ob wir sie finden. Juna! Junski! Juna! Ich höre es auf jeden Fall, ich sehe es nur noch nicht. Juna! Ach, schaut, da ist es doch. Hallo, meine Gute. Haben wir den Fladikanten mal ausgesperrt? Hm? Der hat vorhin genervt mit seinem Geknappre. Dafür seht ihr jetzt mal ganz in Ruhe die Chefin. Mietzel? Jungs, kommst du mal hoch? Komm, Mietzel. Na, hab's. Juna, dein Auftritt. Alle warten auf dich. Getty, so alt ist die Juna doch noch gar nicht. Sie ist eine mittelalte Dame, so eine gediegenere Lady. Wird doch erst 8. 7,5 ist unser Junchen. Also eine Oma ist es noch nicht. Sie ist eher so, naja, so die eine edlere Zeitgenössin. Hm? Juna, kommst du? Juni. Na komm, hab's. Ob Juna schnurrt? Ja, aber die schnurrt immer leiser als der Fladikant. Und jetzt gerade schnurrt sie nicht, jetzt hat sie eher gemurrt. Die gibt ja immer Töne von sich. Nein, einen Rollator hat Juna noch nicht. Na, die ist nicht schüchtern, die hat einfach keine Lust. Genau sie, Gurt. Ah, wo will sie denn hin? Ich glaube, die Jujunskaya hat nicht so richtig Bock. Wo ist er denn? Ach da, schaut, da sitzt ein Juns. Juna gehört noch nicht zum Cookie-Dent-Kommando. Ach ja, und weil ich euch vorhin erzählt habe, hier ist mein Kaninchenüberwurf, den ich heute genäht habe. Das war ein Aufwand. Ich habe mir 100-mal in den Finger gestochen, weil ich kann ja nicht mit der Maschine ran, der kommt ja da nicht durch. Aber ich bin jetzt relativ zufrieden. Ups, außer mit dem Verschluss, der ist improvisiert. Ich muss euch mal abstellen, dann kann ich es euch besser zeigen. Ich hatte ja oben im Wohnzimmer schon seit geraumer Zeit diese Kaninchenfelle liegen. Die waren eigentlich für die Deko vorgesehen. Aber dann ist mir aufgefallen, eigentlich könnte ich für den Winter was Felliges gebrauchen, wenn kalt und nass und sowas. Und da habe ich dann kurzerhand einen Fellüberwurf draus gemacht für meine Mittelalterklamotten. Problem ist nur, das Karnickel, das fusselt so ein bisschen und deswegen fliegen hier überall die Kaninchenhaare rum. Ja, den Verschluss, den habe ich jetzt erstmal so improvisiert, der gefällt mir noch nicht. Das war heute Morgen das Einzige, was ich da hatte.
Woraus ein Kaninchenüberwurf besteht, aus Kaninchen besteht das. Ich habe, ja, ich kann nicht gut nähen, deswegen nicht wundern. Es ist alles ein bisschen improvisiert. Die langen Nähte, das waren erstmal nur zum Anheften. Ich habe da noch ein bisschen detailliertere gemacht, damit es ordentlich hält. Ich habe 3 Kaninchenfelle aneinander genäht. Ja, das habe ich so ein bisschen umgeschlagen. Das ist so ein ganz, ganz dünner Teil. Hätte ich eigentlich auch abschneiden können, aber ich dachte mir, hey, ein bisschen mehr Kanickelmaterial ist jetzt auch nicht so schlecht, schön warm. Ich habe 3 Kaninchenfelle aneinander genäht und habe da versucht, einigermaßen was Mittelalterliches draus zu machen. Und bin erstaunlich zufrieden dafür, dass ich sowas noch nie gemacht habe. Eigentlich wollte ich ursprünglich was kaufen, aber die Dinger kosten 60 bis 70 Euro, wenn man das kaufen will. Das ist irre. Und da ich sowieso Kanickelfell da hatte, übrigens wurden die Kaninchen vorher fachgerecht aufgefuttert, bevor sich jetzt jemand echauffiert, da habe ich es dann kurzerhand selbst gemacht. Ich finde auch, das sieht hinten ganz cool aus. So. Man sieht gar nicht, dass das ein Übergang aus 3 verschiedenen Fellen ist. Ich saß dran von, ich glaube, 6 Uhr morgens bis 9:30 oder so. Hat sich aber gelohnt, bin ganz zufrieden. Jetzt muss ich nur noch eine Befestigung finden, denn das ist natürlich Leder. Das ist zwar relativ weich, aber wenn man sich das nur so über die Schultern wirft, dann wackelt das natürlich trotzdem mitunter ein bisschen rum, wenn man sich da stärker bewegt. Heißt, ich werde mir wahrscheinlich noch so eine Trägerplatte aus Leder kaufen und das dann da befestigen, damit man das auch zum Schwertkampf verwenden kann, ohne dass man sonst wo hängen hat. Denn an meinem Wollding, was ich momentan immer anziehe, da ist einerseits das Problem, das ist natürlich kein echtes Fell. Das heißt, das wird auf Dauer ordentlich verfilzen. Das hält ja meistens nicht lange. Und das andere ist, das ist Wolle. Das bedeutet, es ist nicht sonderlich haltbar, wenn man da mit etwas raueren Schwertern rankommt. Denn ihr habt es ja schon gesehen, mein Schwert hat so ein paar Kerben. Und wenn man sich da im Training, auf Deutsch gesagt, ein bisschen verhaut, also jetzt nicht so, dass man sich da richtig vermöbeln würde, aber schon so, dass man da die Schwerter des anderen abbekommt. Wenn man da mit einem Schwert ein paar Mal mit so hervorstehenden Kanten rübergeht, ja, dann zieht man sich natürlich die Wollfäden raus. Das ist nicht ganz so geil. Das heißt, das will ich zum Training nicht unbedingt anziehen. Dieses Fellding, ein anderes hatte ich nicht. Deswegen habe ich kurzerhand Kanickelfell genäht. Jetzt, wenn es so kalt ist, weil ein Schal, das sieht ein bisschen blöd aus, das ist nicht mittelalterlich, deswegen brauchte ich was Pelziges. Was nicht an einem Wolloberteil hängt. Ich mag das Wolloberteil zwar, aber es ist einfach nicht so sehr geeignet, wenn man das wirklich einsetzen möchte. Deshalb Kaninchen. Braucht nur noch einen ordentlichen Verschluss. Und eine Möglichkeit, mit Trägerplatten es so zu befestigen, dass es an Ort und Stelle bleibt. Wie alt das Fell ist, das weiß ich nicht, Arnold. Ich habe die Kaninchen von eBay Kleinanzeigen gekauft. Frag mich nicht, es müssten relativ aktuelle Kanickel sein. Ich habe das gekauft letztes Jahr. Nee, dieses Jahr. Ich habe ja dieses Jahr erst letztes Jahr habe ich die Felle gekauft, glaube ich. Und ja, die haben halt regelmäßig Kanickelfälle im Angebot, weil die essen die Viecher halt, so ist ja normal. Und die Reste der Felle, die verkaufen sie dann bei eBay. Finde ich sinnvoll, weil warum weghauen? Wenn man das Kanickel auffuttert, kann man mit dem Rest auch was Sinnvolles tun. Es wäre ein bisschen respektlos, dem Kaninchen gegenüber das wegzuwerfen. Und für alle 3 Felle habe ich, glaube ich, 25 Euro damals bezahlt. Ist also deutlich günstiger gewesen, als wenn ich sowas fertig genähtes für 70 gekauft hätte. Habe einige Online-Shops durchsucht, aber die Preise, die sind wirklich jenseits von gut und böse. Und ich finde Kaninchen eigentlich ganz gut, ist schön flauschig. Hier muss ich flächen, es ist zusammengenäht, das ist einfach gut, das sieht man, wenn man es anhat, nicht. Da habe ich es nicht ganz, ganz sauber zusammengenäht. Das eine Kaninchenfell, es ist ein bisschen zäher als die anderen auf der einen Seite. Das ist so ein ganz, ganz weiches, ist genauso vernäht wie das andere auch. Und das ist so ein bisschen zäher. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht nochmal mit ein bisschen Wasser oder mit, ich glaube, nass machen und mit warmer Luft dran, dann kann man das ein bisschen stärker verformen. Ich habe da ein bisschen einen strategischen Fehler gemacht, denn ich hätte das zähe Kaninchen nach hinten packen müssen. Als Hinterteil und das weichere Kaninchen nach vorne, damit das ein bisschen, naja, flexibler ist. Aber das ist mir danach dann erst aufgefallen. Da ich sowas aber das erste Mal gemacht habe, denke ich, hätte das Ergebnis deutlich schlimmer sein können. Und wenn man es anzieht, sieht das gar nicht mal so blöd aus. Ich kann es euch ja mal zeigen. Jetzt, wo ich mir stundenlang die Finger zerstochen habe, muss ich es auch ordentlich zelebrieren. Schaut, ist jetzt natürlich mit den Klamotten ein bisschen blöd. Aber, ups, Haare im Weg. Das funktioniert dann auch. Ist mit Absicht ein bisschen größer, weil man ja noch ein Kettenhemd und sowas drunter ziehen will. Aber ich brauche eben noch eine Möglichkeit, um das so fest zu bekommen, dass es an der Stelle auch ordentlich bleibt. Ja, der Verschluss ist halt wirklich improvisiert, einfach damit erstmal irgendwas da ist und es ist schön warm.
Und es gibt in den Mittelalter-Shops immer so Schulterteile aus Leder. Die sind zwar als Rüstung nicht wirklich geeignet, weil Leder ist ein ziemlich blödes Rüstungsmaterial. Kann man zerschneiden und zerstechen, ist nicht so geil. Aber es ist schön leicht und das könnte man als Trägermaterial verwenden, um das dementsprechend, erkennt man was? Um das Kaninchen dementsprechend dran festzumachen, sodass es da bleibt, wo es hingehört. Ja, jetzt seht ihr einmal mein Kaninchenfell. Es ist übrigens wirklich ziemlich warm. Also gut, ich sitze jetzt hier auch neben der Heizung, aber man merkt schon, das Karnickel ist wärmt gut. Silvia schreibt, sieht gut aus, das hoffe ich doch. Ist halt so ein bisschen rustikaler. Ja, genau so wollte ich sie haben. Einmal Karnickel genäht. Jetzt können die Grünen unter uns wieder kotzen, aber wie gesagt, Essen wächst nun mal nicht in der Tiefkühltruhe. Und wenn man etwas isst, warum sollte man die restlichen Bestandteile dann nicht auch sinnvoll verwenden? Jetzt machen wir Feierabend. Essen ist nämlich ein gutes Stichwort. Ich habe ziemlich Hunger. Heißt, ich wünsche euch noch einen wundervollen restlichen Nachmittag, hätte ich fast gesagt, Blödsinn. Einen wundervollen restlichen Donnerstagmorgen. Wir sehen uns dann später wieder. Lasst euch erstmal nicht ärgern vom absurdistanischen Irrsinn. Und dann gucken wir mal, was nachher so abgeht. Übrigens ist da unten noch der Rest von meiner Bastelsitzung. Ich war nämlich zu faul, das wieder wegzutragen. Schaut, da habe ich noch... Ich muss es wieder rüber ins andere Zimmer bringen. Da habe ich mein Bastelzeug hingelegt. Habe eine ganze Rolle von diesem Zwirn oder fast eine ganze Rolle von diesem graubraunen Zwirn verbraucht, weil ich wirklich viele Nähte gemacht habe, damit das einigermaßen hält. Aber hat seinen Zweck erfüllt. Bisher funktioniert es. Nur die eine Seite ist noch ein bisschen hart. Die muss ich noch ein bisschen weicher kriegen. So, dann ziehe ich mein Kaninchen mal wieder aus, sonst ist es doch ein bisschen warm. Und dann schicke ich euch erstmal ins Bett oder zum Futtern oder wohin auch immer. Das entscheidet ihr natürlich selbst. Deswegen bis später dann. Ups, machen wir mal aus.